Guten Morgen zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich bin jetzt nach 7 Tagen Erkältung wieder einigermaßen hergestellt. Meine Stimme ist wieder da und jetzt freue ich mich einfach mal wieder rauszugehen, hier am See zu sein, um einfach mal ein schönes Landschaftsbild hinzukriegen. Die Bedingungen dafür könnten aber eigentlich nicht schlechter sein, weil es ist grau in grau mit leichtem Nieselregen. Dennoch will ich was machen heute, ich will was schaffen. Und diese Hütte sollte jetzt hier mein erstes Motiv sein. Also, vom Wetter her, ihr seht selber, die Sonne kommt halt auf keinen Fall raus. Und da muss ich mir jetzt einfach mal auf so Dinge konzentrieren, die ich da trotzdem in so einem Bild herausarbeiten kann. Ich nehme jetzt mal vor, diese Hütte aus 3 Perspektiven zu fotografieren, damit ich einfach auch eine kleine Auswahl dann daheim habe. Ihr könnt natürlich auch gern dann entscheiden, welches Bild einigermaßen was kann. Was mir jetzt auffällt bei diesem diesigen Wetter, ist Folgendes. Die Hütte spiegelt sich total schön in diesem ruhigen See. Und da will ich jetzt einfach auch diese Spiegelung gescheit einfangen. Und da geht es darum, wie positioniere ich die Kamera, dass ich das Dach irgendwie nicht abschneide, dass ich das auch richtig schön im See aufnehmen kann. Weil oft hat man es ja so, man fotografiert irgendwie die Hütte und dann merkt man dann daheim, ach scheiße, die hat sich im See gespiegelt und ich habe das Dach abgeschnitten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, macht man vielleicht schon mal vieles richtig. Und da weiß ich ja auch, man darf die Kamera nicht zu hoch setzen, sondern ein bisschen niedriger nehmen. Also das hier wäre ein möglicher Standpunkt. Jetzt gehe ich aber vielleicht noch mal einen Stock tiefer. Hier ist eine mini kleine Ufermauer. Es ist hier schon ganz schön wenig Platz. Mal schauen, ob es von hier unten noch besser kommt. Muss ich hier nochmal noch tiefer gehen. Jetzt stehe ich schon fast im Wasser hier. Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich die Hütte aus diesem Standpunkt hier fotografiere, wird sie irgendwie zerschnitten durch das Ufer. Wenn ich mit der Kamera jetzt ganz nach unten gehe, hebe ich die Hütte irgendwie nach oben und das Ufer teilt die Hütte nicht. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. Oder gehe mal kurz in den Videomodus rein, damit ihr es seht. Hier würde die Hütte zerschnitten werden durch das Ufer. Jetzt gehe ich mal nach unten, um mal zu sehen, was passiert. Hui, da ist nicht viel Platz. So in etwa. Jetzt aus der Wassernähe fotografiere, fällt mir echt direkt auf, dass die Hütte viel erhabener und irgendwie größer erscheint. Und so werde ich das Bild auch machen. Also nehme ich mein Stativ, stelle es ins Wasser und hoffe, dass alles gut geht. Um die Spiegelung da im Wasser schön herauszuarbeiten, ist es ein bisschen in Vorbereitung notwendig. Ich schaue zu, dass die Linse einigermaßen sauber ist. Und kann ich jetzt hier schon aus einer bequemen Position den Polfilter einstellen. Ich habe hier so ein ganz gutes Drehrad, an dem ich den Polfilter drehen kann, um einfach auch dieses Weiß aus dem See rauszukriegen. Als nächstes baue ich jetzt mein Stativ auf und schraube da die Kamera noch nicht drauf, weil ich möchte nicht, dass bei der Aktion die Kamera direkt ins Wasser fällt. Machen wir das so. Plopp. Und jetzt werde ich schon den ND-Filter reinpacken, auch auf die Gefahr hin, dass ein paar Regentropfen drauf kommen. Das macht nichts. Beziehungsweise, wartet Freunde, ich habe noch eine Idee. Ich fokussiere jetzt vielleicht schon mal die Hütte an, weil an meinem Standpunkt ändert sich ja nachher nichts mehr. Wähle auch schon mal die Blende. Die Blende wird jetzt sowas eine 8er sein. Und dann muss man einfach sehen mit dem ND-Filter, wie lange man belichten muss. Aber eine 8er Blende auf 35 mm, das wird die richtige Wahl für diese Aktion sein. ISO lasse ich auf ISO 100. Gut, jetzt kommt der ND-Filter drauf. Und hier brauche ich jetzt auch keinen Verlaufsfilter mehr für den Himmel, weil es ist sowieso alles grau in grau. Das ist entspannter als beim Wasserfall hier fotografieren, muss ich ehrlich sagen.
Es ist natürlich auch hier meine Vorschau komplett dunkel, schwarz, ich sehe nichts. So muss ich meine Belichtungszeit verlängern. Und dann sehe ich jetzt schon, wenn ich jetzt hier auf 2-3 Sekunden gehe, wird es was. So, da hier alles grau in grau ist und die Hütte mir recht dunkel erscheint, behelfe ich mich auch nochmal des Histogramms. Was jetzt noch Sinn macht, ist die Wasserwaage hier auch im Display auszuwählen, um die Kamera gescheit auszurichten. Jetzt stelle ich mir halt noch die Frage, warum stelle ich die Kamera jetzt erstmal hier hin? Na, es ist so, der Steg, der führt mich von rechts ins Bild rein und lenkt meinen Blick einfach in die Mitte des Bildes. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund, warum ich das Bild jetzt so mache. Und in meinem Fokusmodus Flexible Spot L gehe ich mit dem Viereckchen einfach nur noch auf die Hütte, auf das Dach. Und mit einer 2 Sekunden Auslöseverzögerung werde ich das Bild jetzt auf 8 Sekunden machen und einer 9er Blende im RAW-Modus, um eventuelle Belichtungsfehler im Nachhinein noch zu korrigieren. Let's go! 9 Sekunden auf 35 mm. Also das ist ein Bild, mit dem kann man schon mal arbeiten. Es ist halt grau in grau, aber war mir vorher klar. Die Spiegelung habe ich herausgearbeitet. Und ich glaube, man kann vielleicht noch ein bisschen näher rangehen, um den Winkel noch ein kleines bisschen verändern. Hier bietet es sich jetzt schon wirklich an, weg von den 35 mm zu gehen, ein bisschen weitwinkliger zu fotografieren. Das ist einfach in meinen Augen jetzt hier genau das Richtige. Diese zwei kleinen Steine und der große Stein, das ist ein ganz, ganz tolles Vordergrundmotiv. Und das werde ich so auch direkt mal mitnehmen. Und es gelingt mir jetzt auch nur, wenn ich weitwinklig fotografiere. Jetzt ist die Hütte zwar deutlich kleiner, aber ich habe hier zwei Hingucker in dem Bild. Macht es halt für mich ein bisschen interessanter, die ganze Sache. Ich fokussiere jetzt aber trotzdem auf die Hütte. Achte wieder drauf, dass diese Spiegelung vom Dach sich mit dem Vordergrund, also mit den Steinen, nicht stört. Und gehe hier wieder in den Fokusmodus M. So, mache mein Flexible Spot hier wieder an, fokussiere oben aufs Dach, weil ich mich hier ein bisschen bewegt habe. Check hier jetzt nochmal mein Polfilter. Das macht einen riesen Unterschied. Ich zeige euch mal das Bild, wenn der Polfilter deaktiviert ist. Das mache ich jetzt mal auf 8 Sekunden. Das ist echt interessant. Und dann mal mit dem Polfilter. Man sieht mal echt, wie wichtig so ein Polfilter ist, wenn man am Wasser fotografieren möchte. So, da werden die Steine schon direkt sichtbar. Wow, echt gut. So. Echt schöne Aktion. Auf ca. 19 mm bin ich jetzt. Wow, die Steine sind richtig schön sichtbar mit dem Polfilter. Gefällt mir recht gut. So, jetzt gehen wir mal näher an den Steg ran und da gibt es noch ein Detail, das möchte ich euch erklären. So, liebe Freunde, vielleicht erkennt ihr diese Bänder, die hier auf dem Steg gespannt sind. Die vermasseln mir eine Langzeitbelichtung, weil wenn ich 8 Sekunden lang belichte und die Dinger wehen hier im leichten Wind hin und her, sieht es für mich unschön auf dem Bild aus. Deswegen kurz belichten, zack, ganz schnell ein Foto ohne ND-Filter. So machen wir das. Wow, da vorne sehe ich jetzt gerade einen Fischer, der mit seinem kleinen Bötchen reinkommt. Oh, den hätte ich jetzt so gern auch fotografiert. Oh. Also, shit. ND-Filter kurz rausnehmen, verstauen in die trockene Tasche. Ich würde es aus der Höhe hier ungefähr machen, dass mein Geländer hier schön in die Ecke zuläuft. Ja, so könnte es was werden. Bei der Bildkomposition nur noch eine Kleinigkeit. Wenn ich das Bild jetzt hier so machen würde, würde ich hier diese Ecke so komisch anschneiden. Deswegen, das stört mich. Da gehe ich halt einfach noch ein Stückchen vor, damit die weg ist. Das schadet nichts. Ganz und gar nichts.
Okay, richte mir die Kamera nochmal schön waagrecht aus. Auf 16 mm. Und schau hier wieder, dass sie wirklich, wirklich in der Waage steht. Dass auch die Holzplanken nicht schief daherkommen, sondern schön waagrecht sind. Mach auch dieses Foto mit Zeitverzögerung, damit hier nichts wackelt. Und wichtig ist auch, dass man nicht auf dem Steg rumtrampelt, wenn man das Foto macht. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. So, und was nicht schadet, ist natürlich auch ein bisschen Schilf hier mit im Vordergrund zu haben. Könnte auch ganz schön sein, wenn man hier so mittendurch fotografiert. Aber auch hier sehe ich jetzt schon, das Schilf bewegt sich leicht. Somit versuche ich es jetzt erstmal nur mit dem Polfilter. Drehe hier wieder, bis der See recht dunkel erscheint. Auch hier ist mir jetzt die Spiegelung relativ wichtig, die schön drauf zu kriegen. Um hier auch ein ausgewogenes, schönes Bild zu machen. Ja, also das Schilf bewegt sich nur leicht, aber man sieht es halt einfach, dass es sich bewegt. Deswegen hier auch keinen ND-Filter. So, jetzt bleibt mir nur noch eine Nummer vorzugehen zum Steg, zur Hütte. Vielleicht finde ich da noch ein Motiv. So, aber eine Sache juckt mich jetzt trotzdem noch. Ich möchte ganz gerne auch mal hier meine 14 mm nochmal ausprobieren. Ob ich da vorne vielleicht an der Hütte, an der Treppe oder so irgendwas Verrücktes damit aufnehmen kann. 14 mm ist immer so ein echt schwieriges Thema. Ich habe für meinen 14 mm auch keine Filtersets oder sowas. Deswegen werde ich das Bild jetzt hier einfach schnell aus der Hand machen. Mal gucken, was sich da anbietet. Boah, allein wenn ich das Bild jetzt hier aus der Hand mal mache, auf 14 mm, boah, ist das krass. Puh, mein lieber Schieber. Da kriegt man echt viel drauf. Boah, kriegt man da viel drauf. Ist ja echt brutal. Puh. Aber eigentlich juckt mich ja die Treppe da vorne viel mehr. Wenn ich mir jetzt hier schon so näher, schaut es einfach krass aus. Auch schade, dass hier so ein Schild drauf ist. Kann man auch nicht wegnehmen. Okay, von hier sehe ich es ja echt toll aus. Okay, dann gehen wir halt einfach näher ran. Gehen wir näher ran. Und hier ist es auch wieder ganz wichtig, wenn ich die Kamera etwas kippe, bam, fallen diese Holzbalken da zusammen. Deswegen muss ich ziemlich in der Waage bleiben. Und mache jetzt mal ein ganz interessantes Bild, Leute. Ha, echt witzig. Witzig. Hier arbeite ich hier wieder mit den Ecken und Kanten und schaue, dass mir hier irgendwie ein Bild gelingt, was ich so noch nicht habe. Bildaussage ab in den See, ha? Das war jetzt ein bisschen Spielerei hier an der Hütte mit dem 14 mm Objektiv. Jetzt geht es am Ufer weiter entlang, bevor der Regen so richtig einsetzt. Leute, jetzt muss ich euch noch mal was echt Cooles zeigen. Hier im Hintergrund seht ihr Flöße. Die sind jetzt aus dem Wasser herausgeholt worden. Die machen wohl die Winterpause hier am Ufer. Das ist ein richtig cooles Fotomotiv. Sogar sehr viele Fotomotive. Denn wenn man sich diese Metallfässer genau anschaut, also da ins Detail reingeht, kann man da tatsächlich Kunst draus machen. Und zwar werde ich jetzt mit einer Langlinse, schätze mal auf 70 mm sowas, da rangehen, um die Details dieser Strukturen, dieser eher verrosteten Fässer einfach aufnehmen. Und in meinen Augen sieht es aus wie ein Strandfoto und Drohnenfoto von oben auf das Meer. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Schaut mal hier durch das Wasser, was für Strukturen hier auf den Fässern drauf sind. Cool. Das sieht tatsächlich aus wie von oben auf das Wasser, auf den Strand runter fotografiert. Quasi wie am Meer. Boah, da habe ich jetzt so Bock drauf. Ich hole mir jetzt mal die 70 mm und mache mal ein paar Bilder. Das könnte ich mir tatsächlich jetzt schon so als Wandbild eingerahmt in Holz oder irgendwas vorstellen. Wer hätte das gedacht? Da stehen noch mehr.
Da stehen noch mehr Flöße. Schaut mal da. Alles voll. Hier. 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 Also für mich ist das hier schon wieder eine Wahnsinnsspielwiese. Fangen wir nochmal an. Ja, auf 70 mm kommt das schon mal ganz cool. Schnell noch die Belichtung abchecken. Aus der Hand brauche ich hier so ein Hundertstel ungefähr. Dann gehe ich halt mal mit der ISO ein bisschen hoch auf 320 oder so. Bam, erstes Foto. Auch hier, wow, wie geil das aussieht, Leute. Ich achte halt jetzt hier drauf, dass ich diese Ringe nicht mit drauf habe. Dann könnte man wirklich meinen, dass Sigi ist am Strand. Und ich achte jetzt darauf, dass der Uferabschnitt, wenn man so sagen kann, ein Drittel einnimmt und das Wasser zwei Drittel. Sieht für mich einfach stimmig aus. Boah, Leute, ist das cool. Ist das cool. Weiß hier, ah. Kann ich hier noch näher ran? Oder das Fass hier sieht ja auch richtig cool aus. Wie weit kann ich da gehen? Also sowas habe ich echt noch nicht fotografiert. Das sieht ja witzig aus. Ich muss ja auch ein Stückchen weggehen, weil die Naheinstellgrenze. So. Ich lach mich kaputt. Ist das geil. Fässer fotografieren am Ammersee. Ist das witzig. Oh, und das hier auch. Also, da kann man ja aus allen Richtungen drauf ballern, ey. Da musst du erst mal sehen, sowas hier am Ufer, ne? Wow, da unten. Super. Völlig verrückt. Ich glaube, ich fotografiere einfach mal alle Fässer ab. Ey, wie geil, das hier könnten echte Wandbilder sein. Was ist denn das hier? Bam! Hier, auch ein toller Uferabschnitt. Was ist hier unten? Auch mega nice. Hier Karibik-Style. Hier ist ganz gut, dass ich eine lange Linse habe und kann mir wirklich diesen Bildausschnitt super schön rausholen. Ah, nein! Oh, fuck! Das war Matsche. Also, es ist echt toll, was man hier von der Natur geschenkt kriegt. Total hibbelig. Echt cool. Auch hier die Tonne, das könnte hier so ein richtig schönes Korallenriff sein. Ich bin total fasziniert, merkt ihr wahrscheinlich gerade, ne? Weil man es echt nicht checkt, ja? Und zu guter Letzt gehe ich jetzt auch nochmal darüber. Könnte auch was dabei sein. Witzige Aktion, echt. Witzig. Was für eine geile Nummer ist das hier schon wieder.
gerade diese Motive haben mir jetzt wieder gezeigt, wie wichtig es ist, sein fotografisches Auge auch für solche Details zu schulen. Denn vor ein paar Jahren wäre ich hier einfach nur an diesem Floß vorbeigelaufen und hätte mir gedacht, boah, schaut das hier hässlich aus. Jetzt sehe ich hier Drohnenshots von oben auf das Meer. Wenn euch das Video irgendwie unterhalten hat oder auch der ein oder andere Tipp dabei war, den ihr auch umsetzen könnt, gebt mir gern Like dafür oder kommentiert auch gerade hier diese Sektion mit den Fässern. Ich bin mir sicher, andere Fotografen können hier noch viel, viel mehr rausholen. Aber ich habe es jetzt einfach so gemacht, wie ich wusste und konnte. Und ich denke, ein, zwei Bilder werden schon den Weg in mein Zimmer oder ins Wohnzimmer finden. Also, vielen Dank fürs Dabeisein und freut euch auch auf die nächsten Videos. Die werden auf Malle entstehen. Da geht es um Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge an besonders schönen Orten. Euer Sigi, heute wieder vom Ammersee hier aus Utting. Bye, bye. Ciao.